Sie kennen ihn ja bereits aus unserer Show. Er war schon öfter hier zu Gast und er ist ein fantastischer Comedian. Ich bin sicher, dass es ein großer Erfolg wird, meine Damen und Herren. Heute ist er hier mit einem Stück aus seinem Programm. I'm Lucky, I'm Luke. Hier ist Luke Mockridge. Ja, schön wieder hier zu sein. Ich habe eigentlich ziemlich coole Laune. Ich gehe oft feiern in letzter Zeit, das ist ziemlich geil. Aber ich kann auf diese Elektromusik nicht tanzen, Alter. Überall läuft diese Elektro-Scheiße. Ich finde da den Beat nicht. Gehst in so einen Club rein, in Berlin war ich letztens feiern, das ist ja alles so Underground in Berlin, ne? Da ist ja so ein Gulli-Deckel, aus dem kommt so. Klettern so zwei Hipster raus. Voll lame der Club im Gulli. Ist ein Club im Ding da drin. Ne? Und dann, ich weiß auch nie, wann der Beat droppt. Kennt ihr diesen Beat-Drop-Moment? Ne? Irgendwann baut sich das so auf, das Lied. Ne? Wenn so einem Elektriker so mi, 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 und alle so, oh, gleich geht's ab. Und dann springen immer alle gleichzeitig rein. Es baut sich so auf, bi, 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 bi. Ich spring immer falsch. Ich hab die E-Mail nicht gekriegt, wann wir springen. Das baut sich immer so auf. Ne? Immer so, mi, 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 Alter. Und da hast du so Hipster, die auf die Scheiße so abgehen, so mi, 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 sie spielen unser Lied, mi, 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 mi. Viel lieber 90er-Jahre-Clubs, Alter, kennt ihr so 90er-Jahre-Trash-Partys? Da geht's ab, da weiß ich, was die von mir wollen, ey, wenn ich feiern gehe, dann so richtig 90s. Geh ich so in die Disco, ne, paar Jägermeister drin, paar Bier und dann passiert's einfach, es überkommt mich. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really want. I tell you what I really, really want. I wanna really, really, really wanna Sieg, Sieg, ah. Was ist Sieg, Sieg, ah? Was wollen die fucking Spice Girls von mir? Übersetzen wir das mal ins Deutsch. Ich sag dir, was ich will, was ich wirklich, wirklich will. Ja, dann sag mir, was du wirklich, wirklich willst. Ich sag dir, was ich will, was ich wirklich, wirklich will. Sag mir, was du wirklich, wirklich willst. Ich hätte gerne Sigge Sig A. Ah. Das ist ein Welthit. Dann immer ein bisschen Mädels antanzen, ne? Wir Jungs, wir sind immer so ein bisschen, ne? Ne? Frauen lieben den Song Wannabe, ne? Wenn Wannabe kommt, da rastet ihr Mädels aus. Ah! Beste Freundin wird auf die Tanzfläche so, komm, Franzi, komm! Ich trau mich noch nicht, Babsi. Jetzt komm! Okay. Schuhe aus, Handtaschen um die Handtaschen rum. If you wanna be my lover, gonna get with my friend, cause friendship never ends. Friendship never ends, das sind wir, Franzi. Wir Jungs von der Theke so, yo, Franzi wird geknallt. I'm sorry. Wir wollen eh nur was knallen, ne? Wir sind so, wir haben so diesen Fickerblick immer drauf im Club, ne? Laufen immer so rum. So. Tanzen Mädels auch immer so an, ne? Damals zu Zeiten von Mozart, wenn du in so einen Ballsaal gegangen bist, ne? Ganz andere Geschichte. Bist auf so ein Knie gefallen, so. Holde Magd, möchten Sie mit mir diesen Tanz wagen? Blibli, blu, blu, bla. Heutzutage. Die ist geil. Ihr Mädels habt das nicht so gerne. Im Moment, wenn ihr immer so zu eurer Freundin so, helf mir! Helf mir mal bitte! Nein, danke, nein! Wir haben schon was zu trinken. Manchmal klappt's aber, manchmal kommt sogar eine mit. Bin ich sogar selber total überrascht. Ich frage so, hey, hast du Bock mit mir zu kommen? Ja. Bist du dir sicher? Voll die schlechte Entscheidung. Aber dann kommt die mit, wir knutschen schon im Taxi rum, ne? Und dann bin ich voll nervös, weil ich weiß dann auch nicht genau, wie es weitergeht. Auf einmal stehen wir vor meiner Wohnung, Wohnungstür auf, wir stehen dann beide in meiner Wohnung. Ich weiß dann nie, was ich machen soll. Bin ein bisschen überfordert. Ich glaube, genauso fühlen sich Zeugen Jehovas, wenn sie mal reingelassen werden. Ist genau.
Und so weit waren wir noch nie. Und dann checken wir Jungs immer ab, wie weit kann man gehen mit deinem One-Night-Stand, ne? Ich hab letztens eine, ich bin einmal zu einer nach Hause gegangen, die hatte ein Wandtattoo. Schon mal sehr uncool, ne? DM Carpe. Mit der Begründung, sieht andersrum viel geiler aus. Ist Latein, heißt lose übersetzt, dumm fickt, gut. Wir haben immer diese wandernde Hand. Kennt ihr Jungs die wandernde Hand? Die mal abcheckt, wie weit man gehen kann beim One-Night-Stand. Das ist immer cool, man knuscht da rum und dann wandert die Hand meistens so. Oben ist immer okay, ne? Oben ist dann, okay. Ich bin crazy, heute lass ich's zu. Und dann wandert die Hand downstairs. Und dann sagt die Mädels immer so, nee. Ist uns Jungs aber scheißegal, wenn ihr die Hand wegmacht, ne? Wir denken so, ach, ich probier's in 3 Sekunden nochmal. Es gibt so einen Trick, dass, wenn Mädels dich mögen, ne? Wenn Mädels dich mögen, die würden es dir niemals sagen. Ihr Mädels, ihr habt immer so einen Spruch, den ihr sagt, wenn ihr uns toll findet, ne? Ich habe euch studiert, ich weiß genau, was passiert. Wenn ihr Mädels uns Jungs so ein bisschen auf die Schulter haut und sagt, pff, du bist so doof. Ganz ehrlich. Jungs, wenn ihr das hört, Jackpot, you're in. Meistens darfst du aber nur kuscheln, ne? Wirklich zum Schluss kommst du beim One-Night-Stand nicht. Meistens so ein bisschen kuscheln. Und dann kuschelt man so ein bisschen und dann... Der Kopf weiß, ey, heute Abend läuft gar nichts mehr. Du kommst nicht mehr zum Schluss. Lass es, ne? Der Penis weiß es nicht. Der hat so einen eigenen Kopf, ne? Irgendwann mal beim Kuscheln meldet er sich so. Hey, Luke, was passiert hier, Bruder? Brauchst du mich noch oder sag Bescheid? Also, ich bin dabei, Bruder. Ich steck mal kurz Köpfchen raus. Kuckuck, hallo. Ich bin SpongeBob Schwanzkopf. Ich bin bereit. Haut rein, tschüss. So, du hast ja zum Beispiel jetzt keine Manika an. Ja, das ist eine Manika, das ist der Arm. Das ist der Armschutz, ja. Genau. Und genau das ist der Grund. Ja, das tut nicht weh. Aber darf ich mir mal kurz das Schwert leihen? Wenn der Elton jetzt auf mich haut, ja, und wir wären im Krieg, also hau mal hier auf meinen Hals. Nein. Du sollst mal auf meinen Hals hauen. Hau doch mal auf meinen Hals. Hau doch mal auf meinen Hals, Junge. Hau. Hau drauf. Du sollst draufhauen. Ah, ja, so gut. Dann würde ich im Kriegsfall ihm den Arm abschneiden. Deshalb tragen die auch... Gott sei Dank, kein Kriegsfall, Elton, gerade.